Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo. Das letzte ist ja doch schon eine ganze Weile her. Und im Hintergrund läuft wieder Peggle Deluxe, und zwar die Herausforderungen bin ich da gerade dran. Und da möchte ich mich jetzt auch gar nicht so lange hier mit den Einstellungen aufhalten. Ich spiele jetzt nur so ein bisschen vor mich hin. Ja, was gibt's zu sagen? Es gibt eigentlich gar nicht so viel Aufsehenerregendes, aber das letzte Infovideo ist, wie gesagt, schon eine ganze Weile her. Und aus diesem Grund möchte ich einfach noch mal ein paar Sachen kurz ansprechen. Aktuell seht ihr bei mir wahrscheinlich noch das Let's Play Together mit dem lieben C hier, Mephisto, der seine Let's Play Premiere oder seine Kommentatoren Premiere bei mir quasi hatte. Wir haben zusammen The Room gespielt. Das war jetzt übrigens nicht so toll, was ich da gemacht habe. Und das läuft noch, das wird jetzt aber so gut wie beendet sein. Also ich habe heute den 17. Part freigegeben, 18 sind es insgesamt. Ich denke mal, dass dieses Infovideo, ich weiß nicht, ob ich es heute noch hochladen kann, ansonsten morgen. Im Anschluss daran wird es noch ein weiteres Let's Play Together geben, nämlich mit dem Alex Flattermann 85, den kennt ihr natürlich. Und mit dem zusammen habe ich das Indie-Game Collard gespielt. Ist auch nicht besonders umfangreich, dieses Projekt gewesen. Ich glaube, das waren 13 Parts, dann waren wir durch. Wir haben viel geflucht und haben uns ziemlich blöd angestellt, aber wie es der Alex auch so schön angekündigt hat, Anfang und Ende waren ziemlich geil, die ersten Parts und die letzten paar. Und dazwischen hatten wir so ein bisschen Durchhänger, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Und das war ja jetzt mal ein Scheißdurchgang von mir. Ja. Auf der anderen Sparte läuft aktuell noch Baphomets Fluch 1. Das ist auch in ein paar Tagen abgeschlossen. Und da kann ich auch gleich ankündigen, dass der Nachfolger von Baphomets Fluch 1 direkt Baphomets Fluch 2 sein wird. Weil ich konnte mich einfach nicht beherrschen. Ich musste gleich weiterspielen mit George und Nico. Und weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ja, jetzt frage ich mich, soll ich es schon... Ja, ich kann es eigentlich schon sagen. Beziehungsweise, ich mache das jetzt anders. Ich hatte einen Gastauftritt und ganz frisch, heute kam der erste Part davon online. Und zwar war ich beim Dave zu Gast, bei Dave Durden TV. Und was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, denn ich war zu Gast bei Tomb Raider 2, bei dem Let's Play, mit dem ich quasi angefangen habe, mit dem Let's Play. Und wir spielen das Level, das Opernhaus. Und da war ich auch das ganze Level über dabei. Und heute kam, wie gesagt, die erste Folge davon und da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Überhaupt könnt ihr natürlich sehr gerne beim Dave reinschauen. Genauso natürlich auch beim Alex. Den Kanal von C hier kann ich leider nicht empfehlen, weil er hat keinen. Also er macht keine eigenen Videos. Sonst würde ich da natürlich auch noch ein bisschen Werbung dafür machen. Aber wenn ihr da schön Rückmeldungen gibt, dann kommt C hier vielleicht auf den Geschmack und ist zumindest als Gast öfter mal irgendwo dabei. Ja, und beim Dave habe ich das jetzt dann quasi schon angekündigt und deshalb kann ich es jetzt hier in diesem Infovideo auch nochmal erwähnen. Das Projekt, das nach Collard kommt, das wird Tomb Raider 1 sein. Also wenn Collard abgeschlossen ist, das sind wie gesagt nur 13 Parts, werde ich mich auch wieder mit Lara Croft auf Reisen begeben und werde dann endlich Tomb Raider 1 spielen. Hallo? Da wollte ich eigentlich hin, Entschuldigung. Denn, ja, wir haben Tomb Raider 2, wir haben Tomb Raider 3 gehabt und jetzt wird es eben dann doch mal Zeit. Es lag mir jetzt schon lange so ein bisschen im Magen, dass ich gesagt habe, oh, eigentlich müsstest du jetzt wirklich mal das, den Teil 1 angehen. Ich hatte da allerdings technische Probleme, weswegen das Ganze sich etwas verzögert hat. Und die habe ich jetzt in den Griff bekommen. Ich habe auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Das war jetzt total idiotisch. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wie gesagt, Tomb Raider 1 nach Collard. Und was dann nach Baphomets Fluch 2 kommt, das kann ich noch nicht sagen. Also das dauert ja noch ein bisschen. Ich bin da noch mitten in der Aufnahme. Und da kann ich also jetzt noch gar nichts dazu sagen. Ja, was gibt es sonst noch zu erwähnen? Ich habe Sichelland abgeschlossen, den Band 1. Der ist jetzt also komplett freigegeben für euch. Wer da Lust drauf hat, der kann da gerne mal reinhören. Und ich werde auch den Sichelland Band 2 definitiv aufnehmen. Da müsst ihr aber wirklich noch Geduld haben. Da brauche ich einfach sehr viel Zeit und ich muss mir da einen Puffer verschaffen an eingelesenen Dateien, bevor ich da mit dem Freigeben anfange. Also das wird schon noch ein paar Wochen dauern. Ja. Gut, mehr gibt es jetzt hier eigentlich nicht groß zu erwähnen.
Ihr könnt mir natürlich gerne Rückmeldungen geben, ihr könnt mir Fragen stellen. Ich freue mich immer sehr über Kommentare, über Däumchen natürlich. Und ich bin auch überhaupt nicht böse, dass ich zum Beispiel nicht so viele Abonnenten habe. Ich mache ja eigentlich sonst nicht groß Werbung. Ich bin ab und zu mal irgendwo zu Gast, aber ich poste jetzt meinen Kanal nicht auf Facebook oder sonst irgendwas. Und von dem her bin ich damit absolut zufrieden. Die halten sich auch immer so die Waage, die Abonnentenzahlen. Und es sind auch immer wieder so die gleichen, von denen ich Rückmeldung kriege, was mich persönlich sehr, sehr freut, dass da die Leute wirklich mit dabei bleiben. Und ja, das soll es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Was ich vielleicht noch erwähnen kann, es wird demnächst wieder ein neues Zoo-Video geben. Ich war mit dem Alex in im Wildpark Lüneburger Heide in Niendorf. Und das war sehr, sehr schön. Wir haben auch ein paar nette Bilder und Videos gemacht. Das wird noch ein paar Tage dauern, dann wird da auch was kommen. Und heute oder morgen wird es noch ein weiteres Video geben, ein kleines Werbevideo sozusagen. Denn der Alex und ich, wir haben zusammen eine Hörspiel-Tauschseite eingerichtet, die wir euch in diesem Video vorstellen. Und das Video ist auch schon fertig. Ich habe es mir nur noch nicht angesehen, das machen wir heute Abend. Und dann werde ich das wahrscheinlich dann morgen, vielleicht sogar noch heute, freigeben. Und das werdet ihr auf unseren beiden Kanälen finden. Wir laden das separat voneinander jeweils auf unserem Kanal hoch, sodass ihr euch da gerne mal ein bisschen einen Einblick verschaffen könnt, was wir denn so in unserer Freizeit machen. Und ja, das waren so die Aktivitäten der letzten Zeit bei mir. Es tut mir leid, dass ich nicht so viele Infovideos jetzt gemacht habe, aber ich war froh, dass ich das mit den Let's Plays schon immer schön auf die Reihe gekriegt habe, dass da so ziemlich jeden Tag eine Folge kam. Es wird eventuell in diesem Jahr noch ein, zweimal vielleicht ein paar Tage geben, wo nichts kommt. Zum Beispiel im Juli, da sind wir mal eine Woche im Urlaub, da kann ich noch nicht versprechen, dass ich was hochlade. Und das werde ich dann gegebenenfalls auch nochmal ankündigen. Jetzt habe ich genug rumgestottert und mit Peggle ist es jetzt auch nicht so wirklich gut gelaufen heute. Aber ich denke, das soll es an Infos für euch gewesen sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne eure Meinung da. Und ganz kurz, das möchte ich noch erwähnen. Das ist noch ganz wichtig zum Thema, lasst mir eure Meinung da. Ich lasse Kommentare stehen. Aber es gibt vielleicht jemanden, der jetzt dann sagen wird, nee, negative Kommentare löschst du raus. Grundsätzlich nein. Ich mache das dann, wenn es persönliche Beleidigungen enthält, die nichts mit dem Video an sich zu tun haben und die wirklich nur darauf abzielen, mich zu ärgern und von denen ich auch weiß, von wem sie kommen. Und sowas sperre ich dann, tut mir leid, weil das glaube ich, das muss ich mir jetzt nicht antun. Aber grundsätzlich lasse ich eure Kommentare natürlich stehen. Also falls ihr da irgendwie Bedenken habt oder sowas, nein, keine Sorge. Die Kommentare, die bleiben drin. Ich werde gegebenenfalls darauf antworten, wenn ich der Meinung bin, dass es was dazu zu sagen gibt, wenn es jetzt wirklich was Negatives ist. Aber so rein, um jemanden zu ärgern, denke ich, das ist unsachlich und sowas nimmt nur den Platz weg für die netten Kommentare, die ich ja durchaus von euch bekomme. Gut, das war's jetzt für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke euch fürs Zuschauen. Und dann hören, lesen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder, entweder in einem Stream vom Dave, vom Alex oder hier auf meiner Seite, auf meinem Kanal, vielleicht auf unserer Hörspielseite, wo auch immer ihr Lust habt. Meldet euch, ich freue mich drüber. Macht's gut, bis dann. Tschüss.